Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornab. Wir schauen uns jetzt den Kügel Autoloader Trailer an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Arem Mobil. Gibt es, weil ein Dings nur für PC und Mac, versteht sich. Ihr braucht, um das Autoload-Feature dieses Trailers nutzen zu können, noch den Autoload-Spezifikations-Mod bzw. Skript. Falls ihr sagt, Autoload will ich nicht, ich will nur das Ding, könnt ihr das weglassen. Ist aber auch alles mit verlinkt, davon mal ganz abgesehen. Den Trailer findet ihr unter der Kategorie Modzen.dlc. Und dann Kögel Auflieger oder halt unter Werkzeuge und dann dementsprechend Anhänger / Diversis. So, hier haben wir das coole Stück Kögel Auflieger. Original Mod bzw. Ur-Dings ist AdWords Modding. Arem hat die Freigabe dafür bekommen und somit können wir uns jetzt über einen größeren Autoloader freuen als den SEK, der auch vom Arem kommt, davon abgesehen, und haben hier ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ne? Das erste, was mir auffällt, ist hier Missing Functionary, Easy Autoloader, XML Auflieger, bla bla. Das ist noch das Easy Autoload Dings da, was da mehr oder weniger noch in der Beschreibung mit drin steht. Das könnte man noch rauslöschen, da fehlt irgendwas in der XML. Das ist so das erste, was mir hier im Shop auffällt. Ist eine Kleinigkeit, schränkt euch im Spiel absolut nicht ein. Nun, Kügel 16 Meter Auflieger, 36.000 Euro, also 36.030 Euro in der Anschaffung und 1.837 im Leasing. 8,5 Tonnen und das ist es dann auch schon an Angaben gewesen. Wir haben mit Reifenhersteller, Reifenvariante, Plane, Hauptfarbe, Designfarbe, Felgenfarbe und Kennzeichen 3, 4, 5, 6, 7 Config-Blöcke. Wir können bei Reifenhersteller Lizard Standard und Standard 2 Reifen auswählen. Wir haben Nokian als Standardbereifung und das ist es auch gewesen. Plane, ja oder nein? Plane lässt sich hier in dem Sinne momentan auch noch nicht farblich anpacken. Deswegen, wer das nicht schön findet, der muss es halt weglassen. Hauptfarbe kann in diversen Farben in dem Sinne hier geändert werden. Dabei ist die Hauptfarbe, wie ihr seht, das alles hier unten drunter. Also sprich, wenn ich die Plane wegmache, seht ihr hier dieses Außengestelle, ne, also die Bordwände. Designfarbe kann dementsprechend noch mit angepasst werden. Ihr seht aber auch, die Designfarbe hat nichts mit der Dings zu tun, sondern das sind wiederum hier diese, ne, Teilelemente, also ich mach's mal gelb, dass man sieht, ne, das ist die Designfarbe und die Felgenfarbe ist die Felgenfarbe und das Kennzeichen ist das Kennzeichen, ne, hätt's gedacht. Schauen wir uns das gute Stück in dem Fall an. Standardgemäß ist das alles hier schön so verchromt, ne, dass es glänzt bis zum letzten Tag. Wir haben hier diese Lizard-Bereifung, typisch Lizard-Bereifung, ne, da ist die Texturqualität jetzt nicht allzu pralle. Hier hängt der Reifen a little bit im Boden drin, ist mir so ein bisschen aufgefallen, aber an sich auch nichts Weltbewegendes. Ansonsten, ne, Reflektoren und Unterfahrschutz und alles, was so dazugehört, ne, unten hier logischerweise Dings für eine Sattelplatte. Klar, ist für LKWs gedacht. Könnt ihr auch mit einem Dolly machen, je nachdem. Ja, gegenüberliegende Seite ist gleich in grün. Hinten Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten, Rundumleuchte haben wir dazu, Kennzeichen. Und theoretisch gesehen noch die Möglichkeit, einen weiteren Trailer hinten mit ranzuhängen. Hier ist so ein bisschen an den Texturen ein paar, naja, Punkte, schwarze Flecke irgendwie mit drauf. Weiß ich nicht, ob das so sein soll. Sieht auf jeden Fall ein bisschen eigen aus. Aber ansonsten, jo, ist es das so gewesen. Ansonsten haben wir hier die Kollision an den Bordwänden, links, rechts und dementsprechend hier vorne. Und wer den Kügelloader aus dem 19er kennt, der wird sich hier sofort mit vertraut finden. Ne, davon mal ganz abgesehen. Von daher, bis auf diese Kleinigkeiten, die ich gerade angesprochen habe, ist das doch texturtechnisch soweit alles recht sauber. So, kommen wir mal zur Funktionalität. Ich habe mal ja ein bisschen was vorbereitet. Ihr könnt, sobald ihr oder sofern ihr die Spezifikation, also die Autoloader-Spezifikation in euren Mod-Ordner mit habt und auch im Savegame aktiviert habt, könnt ihr die Autoload-Funktion nutzen. Ihr könnt Euro-Paletten laden, ihr könnt Big-Pack-Paletten laden, Flüssigkeitspaletten und Baumwollpaletten oder Rundbaumwoll-Dinger, je nachdem, also die runden. Nicht die Quader-Dinger, sondern die runden. Die könnt ihr hier damit laden. Ich habe das Ganze schon mal ein bisschen ausprobiert und ihr seht, ich habe das auch schon mal so hingelegt, wie es dann am Ende des Tages richtig sein wird. Wir fahren einfach mal drüben ganz rechts hier ran, weil das ist noch am ordentlichsten mir gelungen. Ihr seht, wenn ihr das F1-Menü aufmacht, habt ihr dann dementsprechend auch die Spezifikation hier drin. Also mit der Taste X könnt ihr erstmal hier Bordwände hoch runter machen. Soweit so klar, ist es selbsterklärend. Das ist Standard, auch hier Elektronik und Co., also Bremslichter, Blinker, Rückwärtsleuchten. Das haut alles hin, wenn ihr die Plane aktiviert habt, ne, mit der Taste N, könnt ihr die aktivieren, deaktivieren, soweit, so klar. Was den Autoloader selber angeht, ist das Ganze wie bei den SEK, also das läuft aktuell noch ein bisschen anders ab. Ihr müsst die Paletten einzeln beladen, ne? Also wenn ihr ranfahrt, ihr seht das Ganze hier gerade, Autoload
Paletten 37, 38, also je nachdem, was er in der Richtung erkennt. Und dann könnt ihr mit der Taste R das Ganze aufladen. Also ich fahre jetzt hier ran und drücke jetzt R und dann seht ihr, ne, passiert das. Wie beim SEK. 1, 2, 3, ne, 6 und so weiter und so fort. Da kann ich mich jetzt hier einfach durchdrücken und dementsprechend Spaß haben, dass das Ganze hier so läuft, wie es läuft. Zack. Und eigentlich müsste jetzt hier einer noch hier vorne hinkommen. Na, aber mal gucken, ob er das so rafft oder ob er mir jetzt eine zweite Reihe anfängt. Ne, er hat's gerafft. Wunderbar. Dann kann ich hier noch so ein bisschen den hier machen. Ne, wenn's mal nicht so ganz sein soll, ist natürlich auch immer so eine Sache. Alle, ja. So, und damit haben wir das Ganze jetzt hier sauber aufgeladen. Um das Ganze zu befestigen, müssen wir das Ganze mit Spanngurten befestigen. Und ihr seht, wir haben da jetzt 40.950 Liter Saatgut in Europaletten mit drin. Wenn ich das Ganze abladen will, kann ich einmal auswählen über die Taste U wie Uwe. Ihr seht, Abladeseite rechts oder Abladeseite links. Wähle ich jetzt rechts aus. Und dann drücke ich einmal die Taste I. Und dann seht ihr, zack, kann ich hier stinknormal abladen. Ne? Das gleiche geht bei den Big Pack Paletten, das gleiche geht bei den Flüssigkeitspaletten und so weiter und so weiter. Fahren wir jetzt auch nochmal mit ran. Fahre ich einfach hier rum. Da seht ihr jetzt hier, das sind Kalkpaletten von diesen Big Pack Teilen halt. Einfach ranfahren, so, und dann R, dann dementsprechend R drücken. Sofern es das Ganze hier erkannt hat, muss man wieder hier ausmachen. So, genau, wunderbar, jetzt hat er es wieder erkannt. Fahren wir wieder weiter vor, jawollo, stopp. Und dann einmal, sofern er will, manchmal will er auch nicht, ne, das ist, ab und zu hat der Autoloader da dementsprechend auch noch eine kleine Aussetzfähigkeit, aber das passt soweit. Wir schalten jetzt einmal hier rum, warte mal, Abgibseite links, Flüssigkeitstanks, nee, Z, Big Pack Paletten hätte ich gern. Und dann R, 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 bla, 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 einfach bis hier hin, zack, 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 ja, ein bisschen rückwärts fahren hier. Zack, zack. Und dann habe ich die Dinger auch wieder aufgeladen. Und genauso kann ich die dann hier wieder mit abladen. Wie gesagt, mit Z schaltet ihr das Ganze um. Wie gesagt, Europaletten, Flüssigkeitstanks, Big Pack Paletten oder Baumwollrundballen. Das könnt ihr laden. Ihr seht hier drüben, bei den Flüssigkeitstanks, da gibt es ein paar Lücken. Und diese Lücken können ab und zu mal geschehen, wenn der Autoloader einen Aussetzer hat. Ich glaube, Achim hatte schon beim SEK geschrieben, dass diese Entladeposition manchmal fehlerhaft sein kann, was ein Bug vom Spiel ist. Scheinbar ist der Bug immer noch nicht beseitigt worden mit Patch 1.2 und 1.2.0.0.1. Deswegen kann das halt manchmal auch so aussehen, dass ihr dann bei den Flüssigkeitsdingern hier einfach mal Lücken mit drin habt, die eigentlich gar nicht sein sollten. Er will dann aber auch nicht weiter aufladen. Ist manchmal ein bisschen weird. So wie ich das richtig gezählt habe, könnt ihr Europaletten, also sprich das hier drüben, 39 Stück, ist unten eine Reihe. Ihr könnt, glaube ich, zwei oder drei Reihen übereinander stapeln. Aber spätestens ab der zweiten Reihe bei den Europaletten zickt das Spiel rum. Und mit rumzicken meine ich, dass ihr FPS-Einbrüche habt, jenseits von Gut und Böse, weil die Physik arbeitet und ganz schwierig. Deswegen macht am besten immer nur die unterste Schicht. Das sind 39 Europaletten. Ihr könnt 11 Big Pack Paletten dementsprechend in einer Reihe hier mit stapeln, so wie ich es angegeben habe, also habe ich es gerade aufgeschrieben. Ich merke aber gerade selber, ich habe ja hier links von mir 22 Paletten mit rumstehen, deswegen ist das eigentlich schon fast wieder sinnlos und es ist, glaube ich, auch so der Realität entsprechend, ne? Genau, das sind nur 22, also mal 2, ja, ich schätze mal auch vielleicht mal 2, also 22 Big Pack Paletten könnt ihr beladen, ne? Also auch eine Reihe ist das. Und von den Flüssigkeitspaletten gehen auch 22 Stück mit rein. In mein Setup jetzt hier, was hier steht, haben es nur 16 geschafft, wegen den Aussetzern. Müsst ihr halt manuell eingreifen oder bei euch funktioniert es mal ohne Probleme, aber ne, so sah mein Ergebnis jetzt aus. Und von den Baumwollrundballen, da habe ich jetzt leider keine, passen 6 Stück drauf. Die sind dann so hintereinander, also am Ende des Tages hier so. Zack, 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 ne, 6 Stück hintereinander weg, nicht in der Breite, also nicht so, sondern halt so, ne? So weit, so klar. Und ja, das könnt ihr damit im Endeffekt laden. Ich meine, dafür, dass wir hier von der frühen Version von Autoload an sich sprechen, funktioniert das Ganze soweit auch schon mal ganz, ganz nice. Klar, ist ein anderes Konzept wie aktuell im 19er, aber wie gesagt, vielleicht wird das später auch nochmal anders, whatever. Wie auch immer, wichtig ist halt, wenn ihr die Funktion nutzen wollt, ich wiederhole mich gerne, aber ihr braucht die Spezifikation, die Autoloader-Spezifikation. Ist mit verlinkt, einfach runterladen, ist ein separater Mod, in den Mod-Ordner mit reintun, beim Savegame mit aktivieren, dann ist alles gut. Das ist sowas wie das Easy Autoload-Skript, was damals auch noch separat mit dazu gemacht werden musste.
musste, bevor es dann die Mods selber an sich integriert hatten. Ne? Für die, die im 19er dabei waren. Deswegen, so ist es. Jo, mehr gibt es in dem Sinne nicht zu sagen. Lok ist soweit sauber, MB-Zahl mehr als auch in Ordnung. Im Multiplayer habe ich es jetzt nicht getestet. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare, was Dedicated Multiplayer angeht. Im Hosted Multiplayer funktioniert es ohne Probleme. Aber Aaron hat auch nichts dazu geschrieben, dass es im Multiplayer nicht funktionieren sollte. Deswegen gehe ich davon aus, dass es funktionieren sollte. Gut, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.